Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Nicht dazu einlädt, dass man hier frühzeitig irgendwie die Ernsthaftigkeit aus der Partie nimmt. Aber jetzt geht es erstmal um den rollenden Ball. Gladbach komplett in Weiß von rechts nach links und die Fortunen komplett in Rot von links nach rechts. Oh, gute Flanke auf Fukuda. Er geht wieder ran und der erste Abschluss von Borussia Mönchengladbach landet im Kasten. Ein kurzer Schlenker und Shio Fukuda verschafft sich etwas Platz, sucht den Abschluss und findet dann irgendwie die Lücke. Da ist wenig zu machen für Benzig. Oh, der rutscht durch. Gladbach wieder im Strafraum. Und der Abschluss zu zentral. Eckball jetzt von Brechmann. Der kommt nicht schlecht. Aber auch die Parade von Thiago Pereira Cardoso. Sehr sehenswert. Und da war doch mal ein Abschluss aufs Tor der Fohlen-Elf. Trotzdem wollen sie natürlich jetzt erstmal wieder ein bisschen Kontrolle ins Spiel bringen. Ballbesitz an sich reißen. Und vielleicht dann mal die Kette schnell überspielen. So wie hier. Naderi in die Mitte. 2:0. Mika Schröers. Die Mannschaft von Eugen Polanski braucht nicht viele Möglichkeiten. Ist hocheffektiv heute. Und erhöht auf 2:0 in der 62. Spielminute. Langer Ball auf Italiano, der hat Raum, der hat Platz. Italiano! 3:0 Borussia Mönchengladbach, jetzt wird es deutlich. Und wieder ist es ein langer Ball hinter die Kette, es ist ein wenig Raum. Es ist ein leichter Tempovorteil des Australiers. Und dann nutzt er seine zweite Abschlussgelegenheit an diesem Nachmittag zum 3:0 und hat dann auch den Rest der Fortunen ein bisschen überrascht und schon ist der Ball wieder weg und schon ist Borussia wieder im Umschaltspiel. Italiano, gutes Dribbling, hat Platz, Ball verspringt ein bisschen. Schröers mit dem Abschluss. Leider muss man aus Sicht der Gastgeber konstatieren, dass hier ein paar Geschenke verteilt werden. Wieder nächster Fehlpass. Laufduell. Und die Chance aufs Tor wird durch Potzek verhindert. Und der kriegt jetzt auch noch die rote Karte. Ein bisschen bezeichnend für diesen Nachmittag. Schiedsrichter entschuldigt sich fast dafür. Aber er hat natürlich keine Wahl. Und jetzt eine Situation, die ich so, glaube ich, auch noch nie erlebt habe, dass ein Spieler, der mit glattrot vom Platz geht, komplett von den Fans gefeiert wird. Aber das hat er sich natürlich verdient. Nach dieser Karriere, nach 13 Jahren Fortuna. Fans schicken auch noch einen Gruß zurück. Die letzte Gelbe gibt's von uns, heißt es da im Fanblock. Und so wie man ihn
hier kennen, lieben und schätzen gelernt hat als kompromissloser Verteidiger. So geht auch dieses Spiel für Adam Bocek zu Ende. Und da wird der gleichfällige Freistoß komplett zur Nebensache. Und auch die Mannschaften lassen dem Mann mit der Nummer 13 seinen Moment. Guter Ball in den Lauf und nochmal die Gelegenheit zu erhöhen. Aber der eingewechselte Tim Korsten macht's gut, verhindert da das 4:0. Schöner Haken und nochmal der Abschluss von Kustrim Asalari. Und so ist es natürlich zwangsläufig ein klarer Sieg für die Borussen. 3:0 gewinnt Borussia Mönchengladbach im Paul-Janes-Stadion und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos, irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da! Ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.